Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Holy Quantum Shift Podcast. Heute mit Patricia von My Well Feeling. Patricia Denda, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Patricia und ich haben schon eine Dreiviertelstunde intensiv diskutiert, geschnackt, erzählt, inspiriert und haben uns jetzt entschieden, okay, jetzt müssen wir aber diesen Podcast starten, ansonsten haben wir 3 Stunden geschnackt und keinen Podcast. Dafür jetzt. Wir sprechen heute, um euch einen ganz kurzen kleinen Überblick zu geben, über Heilung, natürlich über den Online-Kongress, den Patricia ins Leben gerufen hat, der am 9. November stattfindet, über 3 Wochen geht, mit großartigen Speakern, großartigen Workshops. Und natürlich sprechen wir auch über Heilung. Heilung in der neuen Zeit, so wichtig. Und Patricia, soweit ich weiß und soweit ich Patricia auch kenne, ist natürlich auch bei Joe Dispenza gewesen. Und du bist auch Studentin von Joe Dispenza, oder? Ja, also ich war, ich habe eigentlich ganz am Anfang war ich schon mit dabei. Ich habe noch den Progressive Workshop mitgemacht, live am Gardasee in einer relativ kleinen Gruppe. Was klein? Also es war einfach so ein Kongress, kleiner Kongresssaal mit, glaube ich, 400 Leuten waren es damals noch. Mhm. Also für Dr. Joe Dispenza eine Gruppe von 400 Leuten ist winzig, ja. Mittlerweile. Ja, und da habe ich eigentlich angefangen mit seinen Workshops, ohne zu wissen, dass das später mal ganz, ganz wichtig für mich und für meine eigene Situation werden sollte. Also es hat mich einfach damals nur interessiert. Genau. Du hast ihn quasi entdeckt und hast dich gedacht, ah, spannend, probiere ich mal aus, ohne dass du, weil es so bei vielen ja ist, die suchen ja nach was, um Heilung zu erfahren oder dass es ihnen besser geht oder wie auch immer. Aber für dich war es tatsächlich einfach nur so, ich guck mal. Ja, also für mich war es wirklich immer schon so, ich hatte immer das Gefühl, wenn Leute krank waren oder irgendwo nach Heilung gesucht haben und sich operieren haben lassen und was auch immer für Wege begangen sind, beschritten haben, der Heilung, die meistens halt nicht so funktioniert haben, wie sie gedacht haben, habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie, die machen falsche Entscheidungen oder ich habe immer gedacht, ja, nein, musst ja nicht operieren oder das musst du nicht so machen. Ich hatte immer so das Gefühl, der Körper kann sich doch heilen. Der Körper muss sich doch heilen. Ich habe immer schon irgendwo gedacht, wenn ich mich einen Finger schneide und es verheilt, dann muss alles andere auch heilen. Yeah. Also entweder kann der Körper heilen oder er kann nicht heilen. Aber ich habe die Logik nie dahinter verstanden, hinter der Denke, das kann heilen und das kann nicht heilen. Mhm. Das war für mich immer irgendwie unlogisch. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe nicht verstanden, wieso kann das wieder sich in Ordnung bringen, aber das und das kann sich nicht in Ordnung bringen. Geiler Gedankenansatz, ne? Also einfach nur mal das Bewusstsein zu haben oder die Objektivität, okay, das geht, dann geht das auch. Warum sollte das aber nicht gehen? Also das ist es doch eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn Sachen, die auf der einen Seite heilen, auch auf der anderen Seite heilen können. Genau, und ich meine, wer macht die Einschränkungen, wer macht die Beschränkungen? Das und das kann heilen. Und das kann nicht heilen. Und wann können die Dinge heilen? Unter welchen Umständen können die Dinge heilen? Und unter welchen Umständen heilen sie halt nicht? Ja, das hat mich immer schon so wahnsinnig interessiert. Da hatte ich so ein innerliches Interesse, dass ich immer irgendwo gesagt habe, ja, wie geht denn das mit der Heilung? Warum ist es beschränkt? Warum ist es einbeschränkt? Wer entscheidet das? Mhm. Ja? Wer entscheidet, was heilen kann? Wer oder was entscheidet, wann, was, wie, unter welchen Umständen heilen kann. Mhm. Das hat mich immer schon irgendwie interessiert, wie das funktioniert. Und dann habe ich auf Facebook habe ich eine Annonce gesehen, Dr. Joe Dispenza spricht bei uns in der Schweiz in Bern. Und ich wohne 4,5 Stunden von Bern weg. Ja. Und es war am Abend. Hat er gesprochen, am Vormittag habe ich es gesehen und ich so, okay, genau. Ich packe den Hund ein, ich hüpfe ins Auto und ich fahre dorthin. Ja. Das aber du weißt, es ist sofort klar, wow, spannend, okay, machen. Einfach machen, folgen, Knaller. Alles zusammengepackt, zack, 1 Stunde später war ich im Auto, sodass ich gerade noch rechtzeitig zu diesem Vortrag dahin kam.
da war überhaupt keine Frage. Ich wollte das so hin. Es hat mich so extrem dorthin gezogen. Ja. Und nach dem Vortrag, den er dort gehalten hat, wusste ich, ich muss zu dem nächsten Progressive Workshop, den er macht. Das wusste ich einfach. Das war auch so sonnenklar. Und auch dort habe ich meinen Sohn und den Hund mitgenommen, damit mein Sohn auf den Hund aufpassen kann, während mein Sohn quasi bei mir ist und ich auf meinen Sohn aufpassen kann. Moment, nochmal. Nein, ist gut. Ja, die ganze Familie musste auf jeden Fall an Gardasee fahren und in diesem Hotel das Wochenende verbringen, weil ich war nicht davon abzuhalten. Ich wollte keinen Babysitter suchen, ich wollte gar nichts organisieren. Die kommen halt einfach alle dorthin mit und die sitzen in dem Hotel, während ich bei dem Workshop bin. So war das. Da gab es auch kein Wenn und Aber. Ja. Wir mussten da einfach mit dieses Wochenende. Das fasziniert mich. Ich bin so überzeugt. Ja, und er ist ja auch, Joe Dispenza ist ja so klar in seinem, in dem, was er lehrt. Und da steckt so viel Energie hinter. Und das finde ich das Faszinierende. Also einmal bei dem Vortrag, wo du einfach weißt, yes, das ist es. Und ich gehe den Schritt. Und dann diesen Progress-Workshop mitzumachen. Ich habe ein Buch von ihm entdeckt und da war diese Anmeldung. Das war aber auch irgendwie in ein paar Tagen. Ist mir egal, mache ich. Dann habe ich irgendwie geschoben, aber ich wusste, ich gehe dahin. Und wenn du ihn natürlich live siehst und seine, das schöne englische Wort, seine Teachings, also weißt du, wo du ihn diese Präsenz mitbekommst und das, was dadurch möglich wird, ist unglaublich. Es ist halt alles wirklich nur Energie. Ja. Es ist wirklich nur Energie. Ja. Und du wirst halt von dieser Energie irgendwie angezogen. Das ist immer so, ja. Mhm. Und wenn du dann diesem Sog nachgibst und einfach mal mitgehst, dann weißt du dann irgendwann mal schon, warum. Mhm. Warum du da mitgegangen bist und warum du den nächsten Schritt getan hast, ja. Mhm. Und er macht es halt auch super eindrücklich, ne? Also wir sind Energie, wir sind schwingende Wesen. Jeder Gedanke hat eine Schwingung, jedes Gefühl hat eine Schwingung. Und es ist tatsächlich einfach immer das. Oder je nachdem, was wir denken, was wir fühlen, ist auch das, wie wir handeln. Und es ist so logisch. Also er bringt es halt wirklich auf den Punkt mit Füßen auf den Boden und nicht mit Räucherstäbchen Shishi, sondern es ist einfach Füße auf den Boden. Okay, was ist der Gedanke für eine Qualität? Was ist das Gefühl für eine Qualität? Wie handelst du? Was sendest du aus? Und das bringt er halt einfach so klar, dass du genau weißt, ah, okay, stimmt. Ist eigentlich nicht das, was dieses Wissenschaftliche, ja, dieses ja. Wissenschaftliche und das wissenschaftlich Untermauerte, das hat meinen damals noch so hochanalytischen Verstand auch extrem angesprochen. Ja. Aber ich muss sagen, im Laufe meiner Reise habe ich dann doch auch gemerkt, dass ich mit diesem Wissenschaftlichen nicht weiterkomme. Dass mir der Verstand im Weg stand. Und deswegen war auch so eins meiner ersten Erkenntnisse, weil ich muss den Verstand mit ins Boot bringen. Ich muss den Verstand energetisch mit ins Boot bringen. Und das heißt, ich muss dem Verstand beibringen, was er wirklich, wie die Welt wirklich versteht, funktioniert, wer ich wirklich bin. Solange mein Verstand es nicht erlaubt, bin ich immer noch irgendwo so ein bisschen im Clinch mit dem, was ich verstehen kann und versuche zu verstehen. Und ich versuche die ganze Zeit zu verstehen. Hier oben im Oberstübchen rattert es. Und manchmal geht es so ein bisschen ins Herz, aber da kennt es sich nicht aus. Ja, da sind wir noch nicht zu Hause. Wir müssen hier oben noch weiter rattern. Und ich habe sehr, sehr lang da oben rumgerattert, bis ich eben diese Sachen verstanden habe, die er unterrichtet, ja, dieses Hingeben, dieses Surrender, in dieses tiefe, tiefe Vertrauen zu gehen, was letztendlich das A und O ist, dass du hier oben dieses Gerattere loslassen kannst und wirklich in den tiefsten, innersten Kern deines Seins reingehen kannst. Mhm. Und das ist mir eigentlich nur erst gelungen, als ich die Brücke geschlagen habe zwischen den Teachings oder von den Teachings von Dr. Joe Dispenza zur Bibel. Oh, das ist aber spannend. Erzähl. Weil ich bin stecken geblieben, ich bin hängen geblieben und ich habe nicht so ganz gewusst, wie mache ich das mit dem Surrender? Wem soll ich mich denn hingeben? Wer ist denn die Kraft? Ja, also mein erster Workshop auch von ihm in Sardinien hatte den Obertitel A Love Affair with
The Divine. Oh ja, da wollte ich hin und dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht und weil irgendwie, ah, ich wusste nicht genau, aber spannend, ja, okay. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, wenn ich nicht weiß, wer oder wie oder was das Divine ist, kann ich keine Liebesaffäre damit haben. Da kann ich mich nicht hingeben, da kann ich mich nicht wirklich fallen lassen, wenn ich nicht weiß, wer, wo, was, wieso, wo ist jetzt einfach das Divine? Ja, ich muss wissen, was ist Divine? Mhm. Wenn ich nicht weiß, was göttlich ist, was Göttlichkeit ist, was Göttlichkeit will, was Göttlichkeit denkt, was Göttlichkeit sieht, was Göttlichkeit von mir will und was Göttlichkeit insbesondere mit mir zu tun hat, ja. Wenn ich diese Fragen für mich nicht geklärt habe, bleibe ich getrennt. Da gehe ich keine Beziehung ein. Da lebe ich weiterhin in der Trennung. Da habe ich keine intime Beziehung mit Göttlichkeit. Mhm. Und dann habe ich auch keine intime Beziehung mit der Göttlichkeit in mir, weil ich ja gar nicht weiß, wer oder was oder wo das ist. Mhm. Und auf diesem Weg habe ich eben dieses Göttliche und was mit göttlich wirklich, wirklich gemeint ist, ja, ohne Bedingungen, ohne Kirche, ohne Religion, sondern wie wirklich diese Göttlichkeit sich anfühlt, hat mir dann wieder geholfen zu sagen, okay, das Quantenfeld ist das göttliche Feld. Jetzt weiß ich, was dieses göttliche Feld kann, denkt, was die Idee des Göttlichen war und dass es einfach Perfektion ist, dass es perfekte Liebe ist oder perfekte liebende Intelligenz, was auch immer. Und als ich das für mich rauskristallisiert habe, konnte ich meinen analytischen Kopf, Verstand wirklich mit meinem Herz verbinden. Erst dann ist es mir persönlich gelungen, als ich dieses Göttliche erkannt habe und in mich integriert habe und angenommen habe, okay, das war schon immer ich, es ist schon immer meine Wahrheit, mein wahrstes Innerstes. Und dann kam ich so in den Frieden und wusste, yes, easy, alles ist gut, alles ist in mir und das, was in mir ist, habe ich jetzt aber auch kennengelernt und ich akzeptiere es, ich nehme es perfekt an als mich selbst und nicht als Teil meiner selbst, sondern als das, was ich wirklich bin. Ja. Und dann war es für mich eigentlich klar und damit mit diesen Erkenntnissen konnte ich schon so vielen Leuten helfen, weil es so schwierig ist, diese Trennung diesbezüglich aufzunehmen, solange du eben dieses Göttliche nicht kennst und keine intime Beziehung aufbaust. Und das wiederum habe ich aus der Bibel gelernt. So spannend. Ich hänge gerade wirklich an deinen Lippen, Patrizia. Oh Gott, kannst du bitte noch mehr erzählen? Das ist ja so schön. Hast du angefangen, die Bibel zu lesen und dadurch einfach nach und nach verstanden? Nee, ich habe die Bibel nie gelesen. Ich habe moderne christliche Speaker in Amerika verfolgt. Ah, okay. Hunderte von Stunden. Hunderte von Stunden, um zu kapieren und immer wieder zu sehen, was sie sagen, was sie meinen, von ihrer tiefsten Essenz heraus, worum es geht, oder? Sie sagen zum Beispiel, akzeptiere Jesus in dein Herz. Mhm. Was ist damit gemeint? Dass du absolut das Göttliche für dich anerkennst, dass du für dich deine Göttlichkeit komplett anerkennst und dich trennst von allen Vorstellungen, die Weltliches oder die Menschliches jemals von dir hatte. Diese ganze Bullshit in der Vergangenheit, als wäre du gesehen wurdest, als wäre du sozialisiert und behandelt worden bist von deiner Family, von deiner Upbringing und so weiter und so fort. Und dass du anerkennst, dass das nicht das wahre Selbst ist, das du hast. Mhm. Und das ist das, was wir dir eigentlich beibringen wollen. Also da sind immer noch ganz viele Bedingungen dabei und da kommt dann immer noch sowas. Aber warum sollst du beten zum Beispiel? Oder warum, wo geht es da beim Beichten und Vergeben? Warum geht es da? Ich habe überall den Grund gesucht und habe erkannt, was es energetisch bewirkt. Mhm. Und das ist eigentlich alles, dazu dient diese komplette Trennung dessen, was wir denken, wer wir sind und das Göttliche in uns, dass wir mehr und mehr diese Trennung auflösen und hinterher wissen, wow, ich bin nie sterbendes,
energetisches, aber energetisch-göttliches Wesen, ja, und zwar für die höchste Schwingung gedacht. Ich bin für die allerhöchste Schwingung gedacht. Ich bin für das Geiste, ich bin für Bliss, ich bin für Begeisterung, ich bin für das gedacht. Das ist mein Ursprung. Ich bin für Fülle gedacht. Ich bin für Liebe und Geborgenheit gedacht. Alles andere ist Bullshit. Und so bin ich dann da tiefer und tiefer reingerauscht, indem ich immer die Essenz extrahiert habe aus dem, was eigentlich die Message ist aus der Bibel. Nicht das, was die Leute daraus gemacht haben in Religionsunterricht oder in Kirchen oder in Religionen, sondern um den wahren Kern rauszufinden. Und dann habe ich kapiert, dass es genau das Gleiche ist, was eigentlich Dr. Joe Dispenza sagt, nur durch die Hintertür. Die Spiritualität, die braucht es halt. Ja. Weil wir sind Spirit, wir sind Energy. Absolut. Und das finde ich auch so schön, weil du sagst oder du beschreibst es so schön, da zu forschen, okay, wenn ich es noch nicht verstehen kann, dann suche ich mir das, dass ich es verstehen kann. Und dadurch holen wir auch den Verstand mit ins Boot. Ah, okay, stimmt. Ich erinnere mich, ich bin göttlich. Ah, okay, es ist erstmal wieder eine andere Denkweise. Okay, was bedeutet das wirklich? Und nach stellt sich halt auch dann so ein Gefühl ein von, ich bin göttlich. Und das... Also das finde ich immer wieder dieses Faszinierende. Du hast dieses Wissen und Wissen ist unbegrenzt. Wir können uns immer weiterentwickeln und immer noch mal wieder mehr erfahren, immer noch wieder mehr lernen. Und dann hast du dieses Wissen und dann Schritt für Schritt stellt sich das Gefühl dahinter ein. Oder natürlich auch, und das hatte ich zwischendurch bei den Meditationen von Joe Dispenza, wenn du wirklich runterfährst und du bist niemand, nobody in no time, du bist nur göttlich, da ist nur Liebe in dir. Nur. Und wenn du in diese Meditation reingehst und vorher noch am Rattern bist, ach, dies noch und das noch und da, ba, 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 und da mache ich mir irgendwie Sorgen drum und du fährst runter, no time, nobody, und du weißt, alles ist gut, alles, und es ist alles eins. Das ist ja das Faszinierende, je entspannter wir sind, je höher wir schwingen, weißt du, oder je mehr Dankbarkeit wir auch einfach leben. Wir sind mit allem verbunden und wir fühlen uns auch mit allem verbunden und es ist weit. Und wenn es irgendwie eng wird oder da Stress ist oder zumindest merke ich das so bei mir, dann ist es auf einmal wieder mehr Ego, anstatt mit allem verbunden zu sein. Und allein dass diese Erinnerung, wir sind göttlich, macht es wieder weit. Genau, und dann fängt es nämlich erst an. Dann fängt es an mit den Teachings für deinen Verstand. Oh ja. Du brauchst eine ganze neue Packung von neuen Ansichten, von neuen Überzeugungen. Du brauchst einfach ein komplettes Package von neuem Wissen. Mhm. Weil das Alte, was du jemals gelernt hast, das passt mit dieser Erfahrung überhaupt nicht zusammen. Und da geht es dann halt los. Morgens, wenn du aufstehst, ja, was braucht hier mein Hirn ein Teaching, damit er nicht vergisst, wer ich wirklich bin? Ja. Und dann gehst du doch den ganzen Tag und hast immer wieder Gründe, dir neues Teaching zu geben. Und erst dann, wenn das so einigermaßen in Einklang ist, das kommt so langsam mehr und mehr zusammen, wenn es dann in Einklang wird, dann passiert die Entspannung. Aber das ist noch so eine rüttelnde Reise am Anfang, das merke ich halt auch bei in meinen Coachings und so, der Verstand will das halt nicht, ja? Der will jetzt nicht einfach sagen, oh nö, das ist jetzt anders. Das war ja doch immer scheiße so. Jetzt sagst du mir, ist eigentlich alles in bester Ordnung. Was? Geht doch gar nicht. Die leiden doch. Die Menschen, die haben doch Schmerzen. Und du behauptest jetzt, du darfst jetzt das so sehen, als sei es in allerbester Ordnung. Weil erst dann, wenn du die allerbeste Ordnung in jeder Situation sehen kannst, kannst du als Heiler wirken. Aber sie weint doch und ganz schlimm alles. Und mir dann aber zu sagen, was mein Job ist als göttliches Wesen, nämlich da nicht reinzugehen und mitzuleiden, sondern die Wahrheit zu sehen und zu postulieren in diesem Wesen. Und zwar so lange, bis die Energie da ist. Ja. Ich würde, mein Kopf rattert nicht, aber da sind so viele Impulse hinter. Und es ist so faszinierend, was, also wirklich... Wenn du dir das Interview nochmal und nochmal und nochmal anhörst und man kann es noch 10.000 Mal, glaube ich, anhören und man erkennt immer noch wieder was Neues raus und man hört es immer wieder in einem anderen Bewusstsein oder mit einer anderen Bewusstheit und sich daran zu erinnern,
ich bin göttlich, also einmal dieses Wissen zu haben, was Patricia schon gerade gesagt hat, und dann noch gleichzeitig zu gucken, ah, mein Verstand will manche Sachen nicht annehmen und dann kreiert er auf einmal Dramen und Themen, weil er es nicht gewohnt ist, dass es einfach alles gut ist und dass es sich rund anfühlt und dass wir Wesen in Ganzheit sind, in Vollkommenheit. Und das braucht, und das merke ich auch bei mir, immer wieder echt Übung. Also gerade in so Alltagssituationen, die lange da waren, nur zu beobachten, ah, ich will da gerade einsteigen, ah, scheiße, nein, will ich eigentlich nicht. Aber mein Verstand versucht es, okay, ich bleib mal kurz stehen. Ah, okay, nein, ich bin nicht mein Gefühl, ich bin nicht dieser Gedanke, fließen lassen, göttlich. Aber das braucht einfach so viel Bewusstsein und Bewusstheit. Übung. Übung, 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 Übung. Niemals aufhören, einfach nie aufhören. Ja. Dem Moment, wo du aufhörst, bist du verloren. Dann geht der Sog wieder und zieht dich in das Alte, weil es halt so stark ist, weil es im kollektiven Bewusstsein halt noch so aktiv ist, ja, dass wenn du quasi deine eigene Frequenz, deine eigene Energie nicht immer dort hältst, wo du sie haben möchtest, in dem Moment, wo sie runtersinkt ins kollektive Level, dann machst du und es hat dich schon wieder eingeschluckt. Und dann brauchst du halt schon ein bisschen Zeit, eine Meditation, Klarheit, Coaching, Unterstützung, dass du da wieder rauskommst. Ja? Das ist logisch. Das ist ja eigentlich physikalisch ganz klar. Wenn unser Kollektiv noch auf einem Level so gerade wie jetzt im Moment präsent in der Angst schwingt und in der Überzeugung, dass tatsächlich Gefahr herrscht, dann musst du schon schauen, womit du dich umgibst, mit welcher Schwingung, dass du halt dort bist, wo du sein möchtest, ja? Und du gerade so einen Podcast machst, wie jetzt wir zwei, da kommst du nicht auf dumme Gedanken. Das ist einfach klasse. Auf jeden Fall. Und wenn du doch mal auf dumme Gedanken kommst, dann hör ihn dir nochmal an. Und nochmal. Und nochmal. Ach ja, stimmt. Wir waren ja göttlich. Ah, Mist. Ich fange schon wieder an, mich mit dem Alten zu identifizieren. Genau. Ah, okay, nee, zurück göttlich. Ah, Mist, aber, und das ist echt faszinierend. Ich merke das ja bei mir auch. Manchmal stecke ich da drin und merke das erst ein bisschen später. Und dann ist es wieder, ach ja, stimmt, war ja anders. Okay, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich sicherstellen? Also sich dann auch, das ist einfach meins, was ich liebe, mir eine Frage zu stellen, die mich wieder dahin bringt, wo ich sein möchte. Was kann genau ich jetzt tun, dass es mir gut geht? Wo ist jetzt und dieses Punkt? Göttlich musst du halt auch echt für dich klarkriegen, weil du glaubst es nicht. Ich habe ja so eine Ausbildung, die heißt Master of Divine Healing. Mhm. Und da ist das allererste Thema, ist dieses Wort Gott, göttlich, reinzukriegen, klarzukriegen, von allen Belastungen rauszunehmen, diese Schuld und diese Sühne und diese Sünde, die selbst Leuten, die schon nach eigener Auswahl oder Wahl atheistisch leben, aus Kirchen und sonstigen Geschichten ausgetreten sind und damit nichts mehr zu tun haben. Das ist so eine subtile Prägung, die, ja, wo 4 Jahre Religionsunterricht in der Schule schon ausreichen, um das zu suggerieren. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich für mich gesehen habe. Bevor ich das nicht klar gekriegt habe, konnte ich eben wollte ich nichts mit Gott göttlich, wollte ich gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Wenn es dann auf Englisch ging und sagte, ah ja, Relationship oder Love Affair with the Divine, ja, klingt super. Aber sag doch mal, eine Liebesbeziehung mit Gott? Ja, und das ist ein Automatismus, ja, der so gespeichert ist mit dem Wort Gott. Und Gott ist fürchtig und alles und was, und grüßt Gott, sagen ja die Bayern noch so. Und weißt du, was wir alles gemacht haben mit diesem Gottwort? Wir haben es wirklich genauso tyrannisiert und malträtiert wie das Geldwort. Ja? Ja. Oh, beides spannende Themen, absolut. Und das klar zu kriegen, wenn du Geld nicht klar kriegst, kannst du keine intime Liebesbeziehung mit Geld haben. Wenn du keine intime Liebesbeziehung mit Geld hast, dann will Geld nicht zu dir und nicht bei dir bleiben. Ende Gelände, wie bei jeder anderen Beziehung. Wenn du keine intime Liebesbeziehung mit dem Göttlichen hast und das nicht für dich klar kriegst, dann
ist der göttliche Spirit, der unendliche Spirit, der Spirit der unendlichen Möglichkeiten. Nenn ihn den Quantum Spirit, nenn es die liebende Intelligenz, nenn es die, wie sagte Dr. Joe Dispenza immer noch, die göttliche Intelligenz und göttliche, nee, intelligente Liebe, will nichts mit dir zu tun haben, wenn du dich nicht öffnest und sie geil findest, ja? Wenn du deinen Lover scheiße findest, dann ist er schnell weg. Das ist halt so. Es bleibt kein Lover bei dir, wenn du jeden Tag denkst, es ist ein Arschloch. Ja, auf jeden Fall. Das Spannende ist ja aber auch, und das, ich bin immer wieder, wirklich, bin immer wieder fasziniert, was das für eine intelligente Liebe ist, die alles präsentiert und alles gibt. Und da steckt eine unglaubliche Intelligenz hinter. Unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Und das wertungsfrei zu nehmen und zu gucken, wow, wie möchte ich es haben? Okay, so. Und da ist null Bewertung hin. Bitteschön. Okay, danke. Und es liegt quasi immer an mir, was ich denke, was ich fühle. Immer. Genau. All, was wir in unserem Leben haben. Und auch wenn die Situationen nicht so die einfachsten sind, ruft es Gefühle in uns hervor, die schon immer da waren. Ne? Und dann einfach wieder zu gucken, ah, stimmt, schwierige Situation. Trotzdem, wie will ich es in mir haben? Was passiert? Okay, wieder in das Göttliche zu gehen, eine andere Perspektive zu haben, eine andere Energie anzunehmen, alten Quatsch loszuwerden. Und das macht es wieder, frei. Auf einmal genau. Ist es frei. Und einfach zu wissen und dich selber zu fragen, was denken jetzt die liebende Intelligenz, die intelligente Liebe davon, wenn ich, keine Ahnung, Ferrari will? Was denken die? So geil. Geil. Es ist einfach geil, dass du ein schönes Auto geil findest. Logisch. Sollst du das haben wollen? Wieso nicht? Für dich ist es nur das Schönste und das Beste auf dieser Welt gedacht. Für dich und für alle. Was du natürlich darüber denkst, bleibt dir überlassen, aber. Das Göttliche würde sagen, geile Idee. Come on. Und das klar zu kriegen, ne? Das klar zu kriegen mit dem, okay, das Göttliche sagt, ein Ferrari, klar, bitteschön. Und dann aber, oh, darf ich das überhaupt? Also das mit dem, was da irgendwie mal passiert ist, geht das überhaupt? Ja, das kann ich ja nicht machen. Was sagen die Nachbarn? Da fängt ja halt der Verstand wieder an. Und dann zu gucken, ah nee, stimmt. Ich darf das, ich erlaube mir das, ich habe darauf Lust, ist mir egal, was die Nachbarn sagen. Zack, steht der Ferrari da. So. Genau. Und wenn nicht, wenn du den nicht mehr haben willst, dann geht der halt. Dann geht der halt wieder. Und dann kommt was anderes. Und das ist alles ja dieses Festhalten immer und dieses in Bedingungen zu setzen. Ja? Es hat alles seine Bedingungen und es kann nur unter diesen und jenen Bedingungen gut sein. Das machen wir in Liebesbeziehungen auch so. Ja. Wenn der Typ oder die Frau, wer auch immer das jetzt gerade hört, die und die Sachen nicht erfüllt. Nö. Dann darf diese Person mich nicht lieben. Ja? Das ist ja auch noch so ganz tolle Sachen. Ja, es geht nicht nur darum, nö, ich liebe die Person nicht, sondern ich will nicht von der geliebt werden. Oh ja. Ja. Das ist so geil. Ja. Ja? Ja. Dabei gibt es das gar nicht. Alles darf alles lieben und alles liebt immer auch alles. Und es ist halt nun mal so, dass die Wahrheit ist, dass unsere Existenz einfach pure Liebe sein sollte. Und wenn wir uns davon trennen, eigene Entscheidung, ne? Genau. Und das aber, bewusst gewähltes Aber, passiert halt unbewusst häufig, ne? Je nachdem, was auch irgendwie in der Vergangenheit war, ist das irgendwann eine unbewusste Entscheidung. Ich entscheide mich gegen Liebe oder ich will keine Liebe mehr oder was auch immer da war. Und das läuft bei halt so vielen mit als Schleife im Unterbewusstsein. Und sie wundern sich teilweise, warum es nicht so gut ist oder so rosig ist oder voller Liebe ist. Nur irgendwann wurde halt irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Und sich das bewusst zu machen für, ach scheiße, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich mich da wohl irgendwann mal gegen entschieden. Ja, okay. Und dann nicht als, ach du scheiße, großes Desaster und ich mache ein Drama draus, sondern zu gucken, okay, ich merke gerade, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, tut es zwar weh und ich habe diese Entscheidung getroffen. Das heißt aber, wenn ich sie getroffen habe, dann kann ich auch eine andere Entscheidung treffen.
dann entscheide ich. Ja, aber das ist halt ein menschliches Ich. Das redet so und das argumentiert so. Mhm. Aber die Abkürzung ist für immer für mich so, wenn ich da nicht weiterkomme und es wird zu kompliziert, dann versuche ich einfach in mein göttliches Ich zu hüpfen und frage so, wie siehst du denn das Ganze so? Wie, du göttliches Ich, was hast denn du für eine Meinung? Dann kommt meistens so, alles geil, alles in allerbester Ordnung. Stimmt. Liebe so viel du willst und nimm so viel Liebe an, wie du nur kannst. Ah, okay, cool. Weil ich führe oft so, wenn ich da mal da wieder so in meinem menschlichen Schlamm wühle, dann hole ich mich da sehr schnell auf diese Art und Weise raus und kriege auch immer eine Antwort. Also auch der letzte wieder so eine Antwort, wo ich dann auch nicht mehr so wusste, mein menschliches Ich, und sage, ja, um was geht's eigentlich gerade, ja? Ja. Yeah. Frage ich dann so. Und dann geht es darum, dann kam die Antwort, nimm so viel Liebe an, wie du nur kannst. Annehmen. Nimm so viel Liebe an, wie du nur kannst. Aha. Ah, ich muss gar nichts machen. Ah, okay, alles klar. Und dann war es mir so klar. Ja, klar, da geht es darum, weil wenn ich ein göttliches Wesen bin, das aus Liebe besteht, muss ich so viel Liebe annehmen, wie ich kann. Genauso wie ich so viel Sauerstoff in mir aufnehmen sollte, wie ich nur kann. Mhm. Ja? Und spannend, da gibt es so kurze Geschichten, ja. Also ich sehe es halt immer so, entweder bist du mit deinem menschlichen Ich unterwegs oder mit deinem göttlichen Ich. Und wenn es in dem menschlichen Ich irgendwie so hart und harzig und schwierig wird, spring einfach raus. Ins Göttliche. Spring einfach in dein göttliches Ich und schau mal, wie die Welt aus dieser Perspektive aussieht. Immer schön. Das ist so. Ja. Sofort, ah ja. Warum habe ich mir eigentlich Gedanken gemacht? Ja. Okay. Und dann kannst du auch das göttliche Ich, das hat eben auch keinen Bock auf Ego. Das findest du total bescheuert. Das findest du völlig unnötig, ja. Aber es darf beides geben, ja. Aber ich finde einfach ganz schön, dass ich da nicht bleiben muss in diesen unangenehmen menschlichen Gefilden. Ich darf da auch wieder gehen. Und deswegen ist es ja auch so schön, jemanden an der Seite zu haben, so wie du es auch vorhin gesagt hast, einen Coach an der Seite, der weiß, ah, das ist der Weg, ah, ich bin den selber mal gegangen, ah, da, so geht's einfacher, so geht's leichter, ach, guck mal, geh mal ins Göttliche, was sagt das dazu? Ach ja, stimmt. Ah, okay, dann brauche ich ja gar nicht mehr drüber nachdenken, das wäre einfach. Und sofort hast du wieder eine andere Schwingung, ne? Also sofort. Und es ist ja auch alles wirklich super einfach, ja. Wenn du mal das ganze Komplizierte kapiert hast und eigentlich weißt, um was es geht, geht es letztendlich wirklich nur darum, zu verstehen, was eigentlich dein Naturzustand, dieses göttliche Ich ist, und zu lernen, mehr und mehr aus diesem Ich heraus die Welt zu sehen, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Mhm. Und ich glaube, dafür sind wir da. Wir sind wirklich geboren, um uns daran wieder zu erinnern, und nicht nur das, sondern tatsächlich aus diesem Ich heraus das Paradies zu kreieren. Das sind wir wieder bei der Bibel. Hm. Zack. Zack. Steht alles da drin. Es steht wirklich alles da drin. Es ist unglaublich, dass eigentlich alles schon mal gedacht war. Ja. Also ja. Das hat man schon mal gewusst. Ja, das glaube ich auch. Es ist eine Erinnerung daran. Also auch die Zeit jetzt, okay, Erinnerung daran. Wir sind göttliche Wesen. Wir sind immer da. Wir sind immer präsent. So, wir sind immer sicher und geführt vor allen Dingen. Und das zu lernen oder sich immer wieder bewusst zu machen, ne? Ganz genau. Und dann kommen wir jetzt noch eins, was wir im Vorgespräch, was du noch gefragt hast, was für Heilung ich erlebt habe, oder? Ja. Und das und wie das passiert. Und das ist für mich sonnenklar. Ich war ja dann noch in Mallorca. Das war, glaube ich, letztes Jahr Mallorca, Dr. Joe Dispenza. Ich glaube, es war 2000. Ja, es war. Ja, letztes Jahr im April. Ja. Und da war ich dort. Und dann macht er ja auch so Gruppenheilungen. Mhm. Da war ich Heilerin in einer, also es sind ja 1000 Leute waren das ungefähr in Mallorca, und dann sind ja immer eine Person und 6 bis 8 Heiler drumherum, aber du weißt nicht, wer die Person ist, du weißt nicht, was sie hat, und Dr. Joe Dispenza tut dann die Heiler ja vorbereiten mit einer ziemlich langen Meditation, to activate the healer in you. Ja, dass du also wirklich, und der Heiler in dir ist ja dein göttliches Selbst, deine göttliche Wahrheit, die ja nur Heil kennt.
Und dann wirst du da zu einer Gruppe zugeführt. Du weißt nicht, mit wem du bist. Du hast eigentlich immer die Augen zu. Und ja, nachdem das Healing vorbei war, kommst du dann langsam wieder zurück und der Healy kommt auch, und es war ein junges Mädchen, eine Holländerin, und die ist dann aufgestanden. Es war so, die Energie war so, boah, der Raum hat gebebt, und sie hat gebebt, hey, und ich habe nur gesagt, boah, komm her, ich will dich umarmen, hey, die war so voll Energie, hey, und die zu umarmen, es war eins der schönsten Momente, das vergesse ich nicht. Das war einfach nur pure reine Liebe, das war so wunderschön. Dann haben wir uns alle noch so im Kreis umarmt, also alle Healers. Und das war also eine Energie, die ist unsagbar. Also das war so eine hohe Schwingung. Und dann kamen Standst wir du so ein denn dann bisschen auf der ins Bühne? Gespräch. Nee, wir waren nicht auf der Bühne, wir waren Nee. da wirklich in der Masse Aber drin. die Healy, war sie nachher, hatte sie ein Testimonial? Sie hatte nachher in Cancun ein Testimonial. Das habe ich Und gesehen. sie wurde geheilt von Gebärmutterhals Stage Krebs 4. Ja. Und das wusste ich, das hat sie mir dann noch erzählt, weil ich hatte dann so gefragt, ob magst du mir sagen, um was es ging bei dir und so. Und dann hat sie mir das erzählt, und sie hatte tatsächlich 3 Monate nur noch zu leben. Aber die lief da raus, und wir liefen zusammen raus, und sie hat zu mir nur gesagt: In diesem Körper, so wie dieser Körper sich jetzt anfühlt, ist es nicht möglich, dass eine Krankheit noch irgendwo da ist. Sie war absolut überzeugt davon, dass sie gesund ist. Sie hat gesagt, diese unfassliche Liebe, und ich füge da persönlich immer noch dazu, diese unfassliche Perfektion des Seins, wenn du die gespürt hast in deinem Körper, dann kann das wirklich eben Quantenheilungen, so wie du eben auch machst, Quantenheilungen einfach auslösen. Es kann Nur alles ich denke, passieren, ne? Heilung kann geschehen. Also ja, sie passiert, genau. ohne dass wir was machen müssen. Ganz genau. Und es kann keiner was machen. Sie kann nur erlaubt werden. Und da hat jetzt auch Dr. Joe Dispenza, der macht auch Teachings jetzt, also jetzt, damals hat sie es auch schon gemacht, aber so ganz am Anfang nicht, für die Healies, ja, dass sie lernen anzunehmen, zu empfangen, Gottes. ja, und das ist eben das Allerwichtigste. Und dann muss ich natürlich noch dazu sagen, so böse es sich anhört, desto ultimativ scheinbar dein Zustand ist, desto empfangsbereiter bist du. Desto mehr lässt du die Mauern runter, desto mehr ist es dir scheißegal, wie, wo, was. Und du bist einfach nur empfangsbereit. Und das ist halt manchmal wirklich so, dass es tatsächlich von, sage ich mal, scheinbar schweren, unheilbaren Geschichten, für die keine Hilfe mehr ist, leichter in die Heilung zu gehen, als wie wenn es noch irgendwie gewisse Auswege gäbe. Ne? Spannend. Das ist halt einfach schon wirklich das, wenn du am ultimativen Punkt bist und einfach sagst, ich gebe mich jetzt hin. Ich gebe mich komplett hin, und ich gebe allen Widerstand auf. Alles, was ich sein muss, alles, was ich erreichen muss, alles, was ich kontrollieren und manipulieren muss, ist mir eigentlich scheißegal, weil ich lebe nicht mehr lange. Dann bist du einfach offen für Heilung, ne? Und diesen Zustand herzustellen, ohne gerade kurz vorm Sterben zu liegen. Ich glaube, darin liegt der Schlüssel, Ja. dass Also, du. ja, vorher würdest du sagen, als okay, ich entscheide mich, ich bin empfangsbereit, oder ist es für dich eher zu sehr ins Menschliche und weg von dem? Nein, das ist der Anfang. Aber diese Entscheidung zu treffen, empfangsbereit zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke eben auch, dieser Verstand, ja, der versucht ja immer wieder zu überleben. Und diese Türe, wie es Dr. Joe Dispenza nennt, diese Türe zum Göttlichen zu verschließen, das versucht der Verstand ja immer, weil er ja meint, es wäre gefährlich, dieses Unbekannte, diese
ja, das Unbekannte, der Verstand fühlt sich ja nur wohl im Bekannten. Mhm. Aber wenn im Bekannten das wäre, was ich suche, dann wäre ich ja schon dort. Ja. Also muss es ja im Unbekannten liegen. Welcome to the unknown. Absolut. Genau. Und nur dort ist ja das, was ich nicht kenne, weil sonst wäre es ja schon da. Ja, ja, ja. Ja, so einfach ist es. Und da einfach hinzugehen, einfach zu sagen, okay, ich gebe mich hin. I surrender. Und ich gebe alles hin. Und ich bin bereit, alles zu verlieren. Auch mein Leben. Mhm. Um ein komplett neues Leben zu gewinnen. Mhm. Und diese Bereitschaft ist unerlässlich, glaube ich. Ja, und das merkst du aber auch in der Meditation. Ne? Ich hatte so am Anfang immer so ein, bis zum gewissen Punkt. Und dann war wirklich jetzt ganz loslassen. Da habe ich immer gemerkt, mein Verstand, oh Gott, Angst, so eine Angst. Oh, ich muss dann sterben. Und dann aber so, okay, es kann nichts passieren. Es ist alles gut. Und dann, und ich sterbe halt, dann sterbe ich halt. Weißt du? Also bei mir, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Hatte ich früher ganz, ganz schlimm für mich oder für meinen Sohn. Und wow, der macht ja Leistungssport, der macht ja Freestyle-Snowboard, der schmeißt sich über Videos habe ich gesehen von dir. Riesigste Schanzen und so weiter und so fort. Ganz schlimm. Also diese Angst um ihn, die hat mich auch sehr, sehr mit krank gemacht. Also die Angst um ihn, Angst um Leben, Angst um Angstfehler zu machen und so, das hat mich ganz, ganz tief in die Starre getrieben, in die Bewegungslosigkeit, dass ich eigentlich Angst hatte, mich zu bewegen. Ja, ja, das war diese Angst war ein ganz großer Krankheitsbringer, ist es auch. Mhm. Ja, und das zu merken, ne? Und dann zu gucken, wie will ich es denn haben? Und es ist, wir wollen alle Vertrauen haben. Es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um Vertrauen, loslassen. Ja, und wenn du halt auch weißt, und ich habe auch mit NATO-Erfahrung mich auseinandergesetzt und so weiter und so fort, so lange mich mit diesen Sachen auseinandergesetzt, bis mein Verstand jetzt einfach weiß, ja, das ist dein Körper, alles klar, aber das ist nicht das, was du bist. Ja, das, darauf kommt es gerade gar nicht so wirklich an. Sondern es ist wirklich dieses Erdenvehikel, aber egal in welchem Zustand dieses Erdenvehikel gerade so ist, kann ich nicht davon abhalten, näher in deine Göttlichkeit zu kommen. Mhm. Dazu brauchst du nicht wahnsinnig viel, ja? Im Außen. Du brauchst eigentlich ein bisschen Wasser, ein bisschen Brot. Ja. Theoretisch. Ne? Und dann eben auch zu sagen, okay, wenn es das ist, wenn es das halt wäre gewesen, ja? Wenn ich jetzt nur noch das machen sollte, dann bin ich okay damit. Dann halt. Dann kann ich mich nicht bewegen. Dann kann ich nicht aufstehen. Dann liege ich im Bett. Dann soll ich halt jetzt gerade das machen. Mhm. Und dann mache ich halt jetzt gerade das. Und auch das ist Surrender. Und annehmen. Das ist komplettes Surrender. Komplettes Annehmen und dann einfach noch zu sagen, okay, mal schauen, was mich hintreibt ins Unbekannte. Mhm. Welcome to the unknown. Diesen Satz, der ist auch so drinne bei mir. Das hat er immer wieder gesagt. Welcome to the unknown. Und dann ist da ist aber das Geile drin. Voll, voll. Aber das ist auch erstmal diesen Verstand, der dann anfängt zu rattern. Welcome to the unknown. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bei vielen taucht da so viel auf. Und dann zu sagen, ey, es ist okay. Welcome to the unknown. Oh Gott, es ist voll geil. Also irgendwann entwickelst du halt so ein Gefühl für, oh yes. Welcome to the unknown. Ich kann jetzt hier noch einen Teaser leisten für den nächsten Podcast vielleicht. Yes. Haben mich selber total da herausgefordert und haben mich, vor 2 Monaten habe ich mich bei Tinder angemeldet. Da kam so die Herausforderung und sagt, melde dich bei Tinder an. Und es war wirklich ganz furchtbar. Da habe ich halt also durchgeguckt und gedacht, um Gottes Himmels Willen, Hilfe, Hilfe. Und dann war das so einer, der das war. Boah, das war so, boah, die Energie war so cool von dem, was er dort hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mal Like. Mhm. Dann kam irgendwann mal ein Like zurück und einfach nur die Message, you wanna check the vibe. Und dachte mir, das entspricht mir, oder, diese Frage. Yeah. Ja, genau. Dann meinte er, ja, dann können wir uns ja mal treffen. Nichts hin und her geschrieben, gar nichts. Sofort ein Treffen ausgemacht.
Und mit einem absolut wildfremden Menschen die geilsten 24 Stunden auf tiefster Seelenebene erlebt. Mit einem Mann, den ich nie angeschaut hätte im wahren Leben. Niemals. Wie der lebt, was er macht, wofür er sich interessiert. Es interessiert mich alles eigentlich nicht. Aber nachdem es beiseite war, was dann da war, unknown. Absolutely unknown. Unglaublich wahnsinnig bereichernd. Aber nur, weil ich die Challenge angenommen habe und mich auf das Unbekannte eingelassen habe, obwohl mein ganzes System gesagt hat, unbekannt, nein, willst du nicht, gefährlich, geht gar nichts. Und ich wusste, wenn ich den nächsten Schritt machen will, muss ich diesen Schritt tun. Ja. Und es war sowas von beängstigend. Aber dennoch habe ich mich so sicher gefühlt, weil ich genau wusste, wer ich bin, was mich ausmacht und dass das, was im Außen ist, egal ob es in Form einer Person ist oder in welcher Form auch immer, mir nichts antun kann, wenn ich bei mir bin. Und dadurch konnte ich mich öffnen durch diese Sicherheit und habe ein Erlebnis gehabt, von dem ich nicht mal in meinen kühnsten Träumen geträumt hätte. So eine Connection, so Gespräche mit einer absolut wildfremden Person. Nie möglich gewesen für mich früher als anderer Mensch, sozusagen als Mensch. Ja? Da hast du ganz klare Liste, das und das und das. Sonst möchte ich mit den Leuten gar nichts wissen, es interessiert mich überhaupt nicht. Und was? Oh nein, oh, der macht das. Oh mein Goodness, nein, Hilfe, Hilfe. Und da, glaube ich, bin ich wirklich über meine Grenzen hinaus und habe also mir eine neue Welt eröffnet. Ja. Nur durch das. Genau, und das sind Begegnungen des Lebens, ne? Also Begegnungen des Lebens, die wir uns nicht ausmalen können, die können wir auch nicht visualisieren oder manifestieren. So muss es sein oder so will ich es haben und dann immer wieder in das Visualisieren reingehen, sondern die sind einfach da. Die sind einfach da, weil wir uns trauen, weil wir offen sind, weil wir surrender, weil wir uns hingeben und einfach mal sagen, okay, ich guck's mir an. Unbekannt. Ja. Und vor allem auch noch eins muss ich natürlich schon auch noch sagen, meine Gabe, Energie tatsächlich zu lesen und dann das aber von Interpretation zu trennen, habe ich mir auch angeeignet. Ja? Dass ich Energie lesen kann von Menschen, aber nichts interpretiere, sondern einfach noch sage, okay. Und ich sage, okay, aber Kleidung, okay, aber Herkunft, okay. Nein, die Energie der Person ist okay. Der Rest? Unerheblich. Ja. Absolut unerheblich. Und ganz das ist das Interessante. Und das bringt uns wirklich zu den Dingen, die wirklich schön sind. Mhm. Wenn wir uns das mal angewöhnen können und uns komplett nur auf die Energie der Sache einlassen oder halt auch nicht. Wenn es Energie nice, dann cool. Zieht mich an. Aber Kopf interessiert mich gar nicht. Kopf interessiert mich nicht. Was der Kopf meint, sagt und denkt, interessiert mich null. Wenn die Energie sagt, ja, dann gehe ich. Und wenn die Energie sagt, nein, dann gehe ich halt nicht. Auch wenn es noch so toll aussieht. Und wenn es noch logisch so klar wäre. Und wenn was auch immer noch alles die Logik so erzählt. Aber wenn die Energie nein sagt, dann gehe ich da keinen Schritt weiter. Ja. Und das müssen Sie sich auch trauen. Oh ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich jeder fragt, der zuhört, wie kann ich denn mit Patricia zusammenarbeiten? Wo kann ich denn Patricia finden? Was macht sie denn Tolles? Wo kann ich mich anmelden? Also, am allerbesten kommst du mal in meine Facebook-Gruppe und die heißt Sei, wer du wirklich bist, werde gesund und finanziell dafür entlohnt, du selbst zu sein. Mhm. Mehr will man ja eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das wäre dann schon alles okay. Oder du schaust auf der Homepage vorbei, mywellfeeling.com. Ja, ich weiß, das Wort gibt es nicht. Das habe ich selber erfunden. Habe es verenglischt, weil ich gesagt habe, oder weil es für mich klar war, dass es wirklich aufs Gefühl ankommt. Weil die Dinge, die du nicht fühlen kannst, die kannst du auch nicht sein. Also no well-being without well-feeling. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fange mal dort an, um was es geht. Und deswegen habe ich meine Domain oder auch meine Firma heißt jetzt My Well Feeling genannt, weil es eigentlich das ist, wo es drauf ankommt. Ja. Weil was du nicht fühlen kannst, kannst du einfach nicht leben.
Da kannst du dich noch so lange anstrengen. Es geht einfach nicht. Ja. Genau. Und ja, so bin ich auffindbar und natürlich auch als Speakerin, genauso wie die Friederike, bei unserem wunderbaren Kongress Heilung in der neuen Zeit, wo ich eben über meine Divine Healing Modalität spreche. Wobei ich glaube, dass wir alle sprechen vom Gleichen. Das ist ja das Coole auf diesem Kongress. Wir alle finden eigentlich einen Weg dorthin zurück, wo wir hergekommen sind. Oder? Ist bei dir ja auch so. Absolut. Uns geht es allen um Heilung. Heilung in der neuen Zeit, um die Möglichkeiten, das, was wir gelernt haben, was wir weitergeben. Und das Schöne, was du ja wirklich auf die Beine gestellt hast in kurzer Zeit, das finde ich, das ist immer noch wieder so ein Wow, einfach machen. Und Patricia hatte einen Aufruf auf Facebook geschaltet, wer ist Heiler und wer hat Lust auf Online-Kongress? Und ich war so, oh Gott, geil, ich jetzt sofort, wow, machen. Und es ist so viel oder es ist in so kurzer Zeit so viel passiert, dass sich da mehr als 15 Speaker beworben haben. Wir uns regelmäßig zusammensetzen, darüber sprechen, was ist Heilung, was ist dein Thema, was ist dein Workshop. Und vor allen Dingen kann jeder, der daran teilnimmt, also, live dran teilnehmen. Es ist keine Aufzeichnung, sondern ihr seid live dabei, in den Workshops als auch in den Vorträgen. Und ihr habt so viel, so schnell auf die Beine gestellt, was ich immer wieder unglaublich finde, weil es einfach darum geht, für Bewusstsein oder Bewusstheit zu sorgen. Und jeder in seiner individuellen Art und jeder mit anderen Worten, die vielleicht den einen anspricht und aber das wieder den anderen. Und trotzdem geht es wirklich um ein und dasselbe. Ganz genau. Mit anderen Worten. Und jetzt erzähl doch du noch mal kurz deinen Workshop, weil es ist ja wirklich so besonders, dass wir diese Workshops machen. Den anderen Kongressen gibt es halt viel Blablabla, aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen umsetzen. Mhm. Und wer jetzt zu dir in den Workshop kommt, was lernt er umzusetzen? Ha. Auf was kann er sich freuen? Er und sie kann sich ganz großartig darauf freuen, auf die Grundlagen der Energiemedizin. Worum geht es wirklich? Wie können wir Energiemedizin anwenden? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Menschen in unserer Umgebung? Was bedeutet das in Akutsituationen oder auch in chronischen Situationen? Was kann ich selber tun, um meine Schwingung zu erhöhen, dass die anderen die Möglichkeit haben, auch zu heilen? Denn wenn es uns gut geht, setzen wir den Raum dafür, dass es auch anderen gut geht. Anstatt zum Beispiel in Angstschleifen zu verfallen, sondern einfach ein hohes Bewusstsein, eine hohe Energie zu haben und gleichzeitig sogenannte energetische Schwächen einfach zu transformieren wieder in eine höhere Energie. Und das, da zeige ich ganz klar die Grundlagen. Worauf kommt es an? Wenn ich da rausgehe, dann kann ich auch was machen. Yes. Dann habe ich ein Tool in der Hand. Ja. Dann bin ich einen Schritt weiter. Das hast du wirklich. Und du kannst dieses Tool in jeder Situation anwenden. Und natürlich sind die Grundlagen ganz klar. Und das geht immer noch viel weiter. Und auch ich lerne ja jeden Tag noch wieder mehr dazu in verschiedenen Situationen. Nur wir können alleine, indem wir Situationen annehmen, wenn das einfach ein Schnitt ist, können wir, also einfach einen Schnitt mit einem Messer oder ähnliches irgendwie beim Kartoffelschälen oder wobei auch immer, haben wir die Möglichkeit, sofort energetisch zu arbeiten, dass es sofort aufhört zu bluten. Es braucht gar nicht mehr viel. Oder wenn wir irgendwie... Also dann soll jeder ein scharfes Messer mitnehmen, wenn er zu dir in einen Workshop kommt, oder? Es ist ein Hands-on-Workshop. Das ist die fortgeschrittene Variante. Nee. Basiskurs, kein Messer mitbringen. Die fortgeschrittene Variante, da überlege ich jetzt nochmal kurz, Patricia. Danke für die Inspiration. Aber nein, Basis ist bitte ohne Messer. Alles klar. Braucht kein Messer für den Workshop von der Friederike. Nein, aber ihr lernt trotzdem wirklich hands-on. Ja? Und das ist uns einfach auch wirklich, wirklich wichtig, dass wir hier arbeiten mit den Menschen. Wir haben uns gesagt, wir wollen nicht nur, es gibt so viel Input, es gibt überall ganz, ganz, ganz viel Input, aber tatsächlich den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, wie kannst du wirklich einsetzen? Das ist einfach der nächste Schritt, vor dem viele jetzt stehen. Und ich glaube, wenn sie im Kongress diese Workshops mitmachen, können sie sich nachher wirklich, findet jeder etwas. Ja. Es findet einfach jeder etwas.
was für ihn so stimmt und was ihn weiterbringt. Ja. Und diese Neugier zu haben in jede, also mit unterschiedlichen Paketen in teilweise mehr oder teilweise weniger Workshops reinzugucken, beziehungsweise sich die anzuhören, die Vorträge anzuhören. Das heißt, jeder kann für sich ja auch entscheiden, das finde ich so schön. Okay, möchte ich eher das ganze Paket mit allem drum und dran? Yes. Oder bin ich erstmal noch so ein bisschen, ich guck mal, und das ist für mich die schönste Möglichkeit. Also auch da diese Freiheit zu haben. Genau, und du kannst immer upgraden. Also upgraden kannst du immer, ja. Super. Nur dann merkst, Mensch, verflixt, da habe ich ein zu kleines Paket gekauft, ich muss upgraden. Ja. Oder du gewinnst es im Gewinnspiel. Wir haben ja jetzt noch ein Gewinnspiel lanciert. Da kann man auch noch, gibt es von jedem Paket, wie im Kongresspaket 1 zu gewinnen und 10 Gutscheine, a 50 Euro, werden auch noch verlöst. Also. Stark. Was dürfen wir dafür tun, Patricia? Einfach sich anmelden bei uns auf der Gewinnspielseite, die automatisch abpoppt, wenn du dir die Informationen holst für den Kongress. Da kannst du dich sofort eintragen, aber wir können ja auch den Link noch posten. Das machen wir direkt im Gewinnspiel. Jeden Fall. Ihr findet alles natürlich in den Shownotes. Unter anderem natürlich Patricias Adresse, Patricias Facebook-Gruppe, die Kongressseite, wo ihr euch anmelden könnt. Und ich werde gleich nochmal im Anschluss mit Patricia sehr kurz schnacken, ob ich das Testimonial schon gesehen habe. Dann werdet ihr das nämlich auch noch da finden, wo Patricia in der... Ich habe es übersetzt auf meinem YouTube-Kanal. Von der Heilung im... Ja, genau. Im Dr. Joe Dispenza. Ja. Hast du bei dir... Genau, weil es gab es nur auf Englisch und nicht auf Deutsch und ich habe es übersetzt, weil ich es so toll fand. Look, bei mir auf dem YouTube-Channel. Alles ist da. Alles da. Den findet ihr. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir könnten auch noch 3 Stunden oder 5 Stunden weiter schnacken. Gibt es noch was, Patricia, bevor ich das einfach hier so beende? Was du sagst. Ich hoffe nur, dass wir alle begeistert haben, die hier reingehört haben und dass sie mal bei uns im Kongress vorbeischauen und gucken, was dann noch alles herauszufinden ist und das war's eigentlich. Und die Neugier. Und natürlich unsere nächste Serie. Wir haben ja so viel zu erzählen. Vielleicht auch dann auf meinem Channel, wer weiß das schon. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen lieben Dank, ihr lieben Zuhörer, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank dir, Patricia, für deine Zeit, für deine Energie, für all die Liebe und das Göttliche und natürlich auch das beizubehalten und sich immer wieder daran zu erinnern, wir sind göttlich. Du bist göttlich, ich bin göttlich, wir alle sind göttliche Wesen. Danke fürs Zuhören. Namaste. Namaste. Tschüss.